Moin und herzlich willkommen wieder bei Strategie Command One Europe. Mehr Spieler, Alliierter und so langsam dürfte der Winter vorbei sein. Ja, Betonung auf langsam. Die haben da oben sogar Flugzeuge. Jetzt versuchen sie uns hier zu umgehen mit Hauptquartier und allem drum und dran. Faszinierend, auch deren strategischer Bomber als hier. Könnte Norwegen noch eine sehr viel längere Geschichte werden als erhofft. Das Quartal halt gut aus, muss man sagen. Hier machen sie wieder zu. Ja, die U-Boote entdecken uns. Naja. Mit Schiffen habe ich sowieso nicht so. Was soll's. Okay. Die machen Ärger in Norwegen. Haben mindestens einen Bomber, der weiter nördlich stand, und einen strategischen Bomber. Interessant. Na gut, der Flugzeugträger ist weg. Russische Befreiungsarmee. Sachen gibt's. Regnet schwer. Steht eine Garnison drin. Da steht ein Schiff drin. Ah, es ist schon viel, aber nicht so viel Spannendes. Nach der Evakuierung von polnischen Soldaten aus der UdSSR im letzten Jahr hat General Wladyslaw Anders alles daran gesetzt, diese Soldaten wieder zu alter Stärke und militärischer Effizienz zu bringen, um sie so zu einer wirkungsvollen Kampftruppe zu formen. Ach ja, die sind ja dann schon im Irak direkt, dann können wir das gerne bilden, dann haben wir da vor Ort noch eine Einheit. Das ist durchaus hilfreich und die Briten kriegen noch mehr Jagdflugzeuge und eine Armee. Und noch ein Korps in Kanada, die USA mal den Geleitflugzeugträger, ein paar Flugzeuge und ein Panzer. Und die Sowjets auch noch mal einen Stoß einhalten. Tja, wenn wir da mal hier sind, können wir gleich anfangen. Wobei hier natürlich weiterhin eher wenig passiert. Die könnte man jetzt schon voll verstärken. Aber ihr könntet sonst auch schon mal auf die Eisenbahn laufen, vorverlegt werden. Und dann steht er wahrscheinlich auch irgendwie neben dem Hauptquartier. Dann könnt ihr auch da verstärkt werden. Seid ihr im Zweifel schon mal näher an der Front dran. Jo, ansonsten hier hat sich ja nun schon lange Zeit nicht mehr so richtig was getan. Und natürlich mal wieder mit. Ich meine, der eine Jäger ist kaputt, aber wir kriegen für den nächsten. Wir kriegen ja neue. Nächste könnten einfach mal wieder hier was kaputt bomben. Kriegt nicht mal Schaden dadurch. Das Spannende an Mosul ist dann ja auch, dass die Eisenbahn dann hier nicht mehr funktioniert. Ja, aber wenn deren Flugzeuge nicht mal Schaden kriegen, obwohl die schlecht versorgt sind und unsere zumindest Versorgung haben. Kurzer kriegt 3 abgezogen, das lohnt kaum. Wir haben zum Glück das weiterentwickelte Flugzeug. Mit den Briten können wir uns ja auch was schicken lassen. Dann würde ich einfach den anderen Flieger hochziehen und hier. Ja, demnächst ganz viel machen. Demnächst ist ja auch ein bisschen noch was unterwegs. So, dann wollen die uns hier umgehen. Die könnten jetzt da nach Harvard und das wäre nicht gut. Und zwar theoretisch versuchen, auf das Chor loszugehen. Riskant. Oder wir gehen einfach zurück nach Casablanca.
Mauern hier, Felder mit den Armeen. Na, aber wenn sie Rabatt haben. Na, Kuh herbringen, haben sie da irgendwann auch ganz gut Versorgung. Trotzdem, das ist der Teil, der unangenehm wird, weil wenn wir den nicht komplett schlagen, laufen die jetzt hier durchs Hochgebirge durch. Und aus der Stadt selber kann man auch nicht einfach so rausziehen, weil dann kommen unter Umständen diese Fallschirmjäger. Also mir ist wahrscheinlich schon lieber, hier zurückzugehen. Also aus versorgungstechnischer Sicht müsste natürlich das Hauptquartier nach Casablanca. Muss man bei Bedarf dann auch mal mit Luftabwehrwaffen sich jetzt selber noch ausstatten. Dass nicht rausgeboren wird und dann bilden wir hier vor eine Verteidigungslinie. Dann müsste man dann auch diesen Hügel besetzen, um möglichst auf Nummer sicher zu gehen, dann können wir nur kaum umgangen werden. Kriegen sie halt Rabatt? Naja. Haben wir alle Bewegungspunkte? Dann machen wir das halt so. Ja, oder du stellst dich dahin. Was halt in den Hügeln die Versorgung? Ei. Läuft er dahin? Die Lügen hat da so einen Verteidigungsbonus oder wir stellen den Panzer nach hinten. So, und ehe die uns da das Akku rausbomben, kriegt er auch mal ein bisschen Luftabwehr und das Akku kriegt irgendwann auch noch mal was. Ein Geld über das nächsten Zug vielleicht, über nächsten irgendwie sowas. Wir müssen ja nichts Großartiges leisten, die müssen die Gegend einfach nur halten. So, die Schiffe hier wurden leider angegriffen. Wir hier vielleicht ein wenig entkommen können. Zumindest darauf hoffen. Gut, setzen wir uns erstmal ab. Du kommst auch irgendwie mit dazu. Holzen hier, stell dich ein bisschen schützend davor. Das U-Boot kann auch ein bisschen mit. Diese Zerstöre wirklich mit dem spannendsten Job, den es im Spiel gibt. Das Feld da überprüfen. Auch die hier oben. Wahrscheinlich bald sogar lassen, weil hier oben ist doch so gut wie nie irgendwas. Und wenn hier mal einer gemeldet ist, der sowas von sicher weg. So, hier fahren die eigentlich nieder, wo es noch im letzten Zug angezeigt wurde. So, und hier haben wir ganz viele neue Flugzeuge. Schauen, das Geld muss natürlich auf jeden Fall für die Verlegung reichen. Nach einer strategischen Bombe könnten wir eigentlich ganz gut dann alles Feindliche zerlegen, wie ich hoffe, aber der muss sich im Zweifel selber seine Versorgung ziehen, weil das Haku. Also ist hier ein zweites Haku irgendwann da. Der taktische Bomber muss schon etwas frontnäher, weil der ganz so weit fliegen kann, aber dann reicht das Geld auf jeden Fall noch. Für die Upgrades und was haben wir noch? Ein Geleitflugzeugträger, der auch Upgrades braucht und Jagdflugzeuge, die dann im nächsten Zug auch ihre Upgrades bekommen und ein Panzer. Mein, neben dem ganzen Flugzeug auch nochmal irgendwas für den Boden. Ja, aber jetzt, also die Luftstreitkräfte sind ja langsam da, um da hinten zu gewinnen. So, bei den Briten, du musstest nicht fliegen, den ich jetzt gerne hier hinten auch schon mal, dass wir jetzt auch schon einen Stufe 4 Flieger da haben. Dann kann man hier nämlich mit den strategischen Bombern sehr viel entspannter agieren, weil ich nehme an, dann kriegen die da drüben auch mal einiges an Schaden bei jedem Flug. Naja, ich hoffe es. So, die Briten an sich. Ich sehe der Zerstörer. Geheilt werden. Wir haben hier eine Artillerie und wir haben Probleme.
Kommen wir gerade kaum durch. Unsere Versorgung wurde natürlich getroffen. Aber gerade läuft das hier drüben zumindest noch irgendwie über einen Doppel-HQ. Ach ja, und wir wissen, wenn hier auch was gestartet ist. Ja, es war natürlich eigentlich der Plan, dass sich der falsche Mega bereit macht. Wir können ja fast auch einfach laufen. Das ist sowieso gedeckt, dass das mit dem falschen Mega alles nicht so ganz klappt. Und dahinter ist der Bomber. Man müsste hier also eine größere Offensive starten, um das hier alles so richtig schön abschneiden zu können. Ich meine, es wären theoretisch Truppen da, aber ja, wenn man diesen Ort hat oder irgendwie abschneidet oder so, dann ist deren Versorgung so schlecht, dass sie eigentlich weg müssen. Das spricht langsam doch dafür, nach Nordnorwegen eine zweite Front aufzumachen. Und ich glaube, die Briten haben gar kein zweites Akku. Ja, haben sie nicht. Und auch dafür sprechen, Lord Gord hinzuschicken und hier anzugreifen. Während die anderen beiden so tun, als ob sie hier unten durchkommen, was aber sehr schwierig wird aufgrund von Versorgungsproblemen. Was wir haben, 1-1-1. Und schweren Bomber, der braucht auch noch. Ja, dass da hinten irgendwo ein HQ steht, dass die auch aufsaugt. Was die Sache nicht unbedingt einfacher macht. Okay, klingt aber auf jeden Fall auch so, als ob wir die schwere Artillerie sehr gut gebrauchen könnten. Kein billigeres Schiff. Nur so mal eben zum Aufklären, dass die durchfahren können. Müssen wir natürlich schauen, wo die hinkommt. Also was immer gedacht war als nettes kleines Unternehmen, um vielleicht Trondheim zu erobern und ein bisschen die Umgebung, ist dann doch allmählich eine ausgewachsene Front. Also hier ein Fallschirmjäger im Norden wäre schon praktisch. Und die womöglich, also dabei mitzuhelfen, die abzuschneiden. Naja. Ganz natürlich erstmal in den Ort. Wir waren zum Teil eigentlich für den Süden gedacht, aber Eisenbahn da unten ist gerade eh kaputt. Wir müssen auch dem Norden hier ein bisschen mehr zuwenden. Ja, mit unseren Einheiten das vor allem dann belagern. Da brauchen wir, vielleicht brauchen wir gerade zwangsläufig jetzt auch nicht als Fallschirmjäger. Könnt ihr meinetwegen hier halt noch einiges an Material erhalten, um euch dagegen durchzusetzen und im Zweifel noch weiterzuziehen? Artillerie, haben wir eine Chance darauf? Im nächsten Zug klappt die Eisenbahn vielleicht wieder. Wenn wir Glück haben, dann wartest du mal auf dem Feld ab. Artillerietransport möglich ist und du passt erstmal weiter in Trondheim auf, weil wenn da irgendwie ein lustiger falscher Mega oder eine Landung kommt und wir unseren Hafen verlieren, das wäre für das ganze Unternehmen sehr schlecht. Gut, das heißt dann auch das Hauptquartier. Kommt nach Norden und leite da demnächst die Offensive. Ja, Flugzeuge können wir dann ja auch noch ein paar da oben hin mitnehmen. Eine Armee und noch ein Chor, die würde ich auch irgendwo in den Verladehafen bringen. Ja, zumindest in London ist ja jemand, der aufpasst. Das wird schon reichen müssen. Ich meine, die haben jetzt auch schon hier Nebenfronten in Nordafrika und Norwegen. Da werden jetzt wohl kaum noch Leute haben. Eine Invasion in Britannien, hoffe ich einfach mal.
Ja, oder nur aus Sicherheitsgründen. Der Hafen von Portsmouth ist ein bisschen näher dran als Plymouth. Nur so sicherheitshalber. Wir brauchen dann ein neues britisches Hauptquartier. Was so ziemlich alle verfügbaren Punkte kostet. So, und jetzt... Okay, ihr kriegt euer Hauptquartier und marschiert nach Norden und nochmal zu euch. Könnt ihr irgendwas Sinnvolles beitragen? Versorgung wird angeblich besser, außer die schießen uns die Orte kaputt. Gegenzuwirken könnten wir den Jäger wieder verstärken, aber... Ja, 1-1. Das hat nichts und die Armee hat auch nichts. Okay, man kann es mal versuchen. Glück gehabt. Jetzt vielleicht was drin. Ja, zwei Angriffe, ja. Dann wenn die Spezialeinheit oder auch dieser falsche Mega ihm den Rast gibt. Oder auch der Panzer. Okay, kassiert dann auch ein bisschen mehr, aber das passt schon. Hauptsache wir kommen hier mal endlich näher ran. Wie schiebt man das jetzt am besten? Schon ganz gerne da haben, aber dann kommt keiner dahin. Der steht ein bisschen im Weg rum und kann nichts machen. Aber wenn der einfach... Vielleicht doch gerade ein bisschen unglücklich. Weil wenn dieses Korps vormarschiert und unser Hauptquartier angeht oder das Flugzeug... Ja, oder der falsche Mega macht dazu und dann ist hier ein paar offen. Gut, aber ich würde sagen, du machst auf jeden Fall den direktesten Weg zu. Und mir gefällt die ganze Sachlage immer noch nicht. Das Flugzeug musste auf jeden Fall weg. Könnt ihr jetzt halt hier lang und das hier, das gefällt mir gerade nicht so recht. Aber das wohl gerade nicht mehr drin. Weil es wäre schon abenteuerlich, dahin zu gehen in gewisser Weise. Weil dann könnten wir den leicht einkesseln. Außer er zieht jetzt noch mehr nach. Wer weiß, was hier noch steht. Obwohl, wir haben letztes Mal, glaube ich, den Hafen von Oslo so weit runtergeschossen, dass da jetzt nicht einfach jetzt schon was kommen kann. Vielleicht im nächsten Zug, aber... Naja, ich hoffe einfach mal, dass das hier halbwegs funktioniert. Wir tauschen eine Einheit in den Ort rein. Ja, in gewisser Weise die Sicherheitsvariante. Ja, das ist vielleicht das Beste. War das falsch? Achso, die können nicht getauscht werden, weil der See dazwischen ist. Es gibt so einen Moment, an denen aber auch gar nichts klappt. Naja gut, wir schauen hier mal, wie es nächste Runde mit unserem Crew aussieht. Hier könnten wir vielleicht schon tauschen. Und dann könnte ich sie vorbereiten. Hier vielleicht irgendwo auch selber mal einen schönen Sprung machen. Naja, ach ja, zu den Westalliierten. Punkte habt ihr keine mehr, so richtig. Kommen wir zur Sowjetunion, ja. Was in den Orten passiert, ist jetzt auch nicht so relevant. Und du passt hier ja schon auf, kannst meinetwegen noch alles die Infanteriewaffen kriegen. Du passt da auf, so. Dieses Korps hat wieder heldenhaft überlebt und hat sich seine Verstärkung wahrlich verdient. Der Rest hält mehr oder weniger weiter die Position. Und ich würde sagen, die Pioniere tauschen sich hier mal durch und bauen einfach den nächsten Schwung Befestigung. Okay, jetzt steht da gerade ein Haku drin. Gehst du mal zurück und die Armee geht da rein. Die Linie da voll zu machen, kriegt ihr
Ein neues Chor. So, ansonsten gab es jetzt speziell an dieser Ecke auch nicht wirklich großartige Verluste oder so. Also die Armee da natürlich noch. Ja, dann hoffe ich erstmal weiter, dass die Verteidigungen hier halten. Und ich würde sagen, wir bleiben schön hübsch defensiv hier hinter unserem Fluss, in unseren Verteidigungen und im Ort. Und schauen mal, was die anderen so machen. So, hier ist jetzt gerade wirklich die Versorgung weg. Ah, ist ein bisschen ungünstig mit dem Matsch. Okay, aber wenn ihr gleich eh drauf geht ohne Versorgung, dann könnt ihr jetzt zumindest angreifen. Zumindest da, wo es sich lohnt. Okay, der hat noch ein bisschen länger. Okay, ihr kriegt Upgrades. Ach ja, du musst noch verstärkt werden. Und ihr sammelt euch ein bisschen zum Aufpassen und ihr. Dann müssen wir mal sehen, wo die als nächstes angreifen. So, hier unten regnet es nicht, aber es ist leider ziemlich verschlammt, die Gegend. Da kommen selbst die Panzer nicht so weiter. Irgendwann ist mal alles so, dass man hier die Offensive starten kann. Irgendwann. Aber es kann noch einen kleinen Moment dauern. Ja, schauen wir erstmal, ob wir hier durchbrechen können. Natürlich gerne diese Armee erwischen. Steht nun leider ziemlich gut verschanzt. Und danach kommt man auch nur kaum an das Hauptquartier daran wegen Schlamm. Aber man würde auf jeden Fall Druck machen, dass das Hauptquartier weg muss. Dann, obwohl Versorgungsprobleme, die hier haben 6. Das heißt, in Poltava steht recht wahrscheinlich jemand. Ich kann auch argumentieren, dass hier eine Lücke zwischen den beiden Verbänden ist und man die Armee da wegschafft. Man hier ein Stück weit vielleicht einen Weg öffnet. Und zerstehen aber eher primär hier. Kriegen seine Verschanzung halt runter. Auf 2-1, aber ich nehme mal an, ja, ich würde mal dann hier angreifen bei der 5. Armee. Da sieht man schon, was Verschanzung wert ist. Aus 2-1 wird plötzlich 2-3. Ort gesichert, da war das Befürchtete. Und des Schlamms kommt da niemand rein. Wenn er jetzt nicht wäre, könnten wir so schön das Haku angehen und hier vielleicht sogar Reiter reinstoßen. Aber was soll's. Muss man halt leben. So, den belagern wir auch einfach fertig und ich nehme an, ja. Es ist nur eine Garnison, aber das Chor mit mieser Versorgung wird damit wahrscheinlich nicht unbedingt fertig. Nutzen wir noch diese Schlamm-Zwischenphase, um hier ein paar Einheiten wieder fit zu machen. Artillerie muss irgendwie neue Position. Da ist auch ein Hauptquartier. Halt mit Gewaltmarsch. Da jemand nach vorne. Oh, das ist doch eigentlich in Ordnung. Ach, der kommt natürlich hier. Schlamm und so. Und wir bräuchten hier wahrscheinlich bald mal ein Haku, das man als Doppelhaku bauen kann. Schauen wir der mal, ihr werdet verstärkt. Du wirst verstärkt. Du hast genügend im Schussfeld. Er darf mal in die zweite Reihe. So, kann jetzt auch mal mit nach vorne. Wahrscheinlich, na, ist ja auch ein schönes Feld für ein Hauptquartier. Wenn du dich vielleicht hier hinstellst und dann mit deiner 10 das alles machst. Und wir hier jetzt hier unten uns schon mal entlang bauen. Und
Noch ist das ja kein großer Unterschied, dass der hier steht, weil der hat ja hier auch 10, 9, 8. Ja, und der hat dann halt 8, also. Aber sobald jetzt ein Feld weitergeht, was ja in den nächsten Zügen, glaube ich, recht wahrscheinlich ist, wenn das hier alles so weiterläuft, dann wird man froh sein, dass man das hier schon mal ein bisschen aufgebaut hat dafür. So, wo kommst du hin? Und ist so weit irgendwie nach vorne, wie es geht. Jetzt kannst du auch die Mobilität kriegen, aber schon ein bisschen arg weit hinten. Naja, und du wirst meinetwegen voll verstärkt. Gut, wir sammeln uns einfach und warten darauf, dass das Wetter aufklart. Das war es jetzt schon seit einer ganzen Zeit der Plan, aber wenn man es oft genug wiederholt, klappt es bestimmt irgendwann. Also wie so häufig, die Panzer sammeln sich da. Fallschirmjäger, wie weit kämt ihr von hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hinter die feindliche Linie, das kann man ruhig mal probieren. Als das Wetter mitspielt. Und ich würde sagen, ich kriege auch noch den anderen Abfangjäger. Wahrscheinlich dann irgendwann auch den strategischen Bomber. Diese Front bekommt hier eh alles zum Angreifen. Das Korps darf mal den Ort absichern. Da ist noch irgendeiner reinspringt. Das lässt sich wer. Kriegt noch einen. So, der Haufen muss jetzt aber mal genügen, wenn alles, wenn die Bedingungen zum Angreifen wieder besser sind. Dass man da dann mal Ergebnisse sieht. Und so, wir haben es inzwischen April. Ich würde tendenziell wieder ein bisschen mehr in die Forschung stecken. Ja, auch nichts zu Spannendes, das gefallen ist. Also was bräuchten wir mal wieder? Es läuft alles. Langstreckenflugzeug hätte mal was für unsere Flieger und Fallschirmjäger. Papier ist schon gut. Logistik 2, mehr Hauptquartiere. Damit tendenziell immer mehr Einheiten rumfliegen. Ja, na komm, Produktionstechnologie ist zwar schon ein bisschen spät, aber trotzdem, noch je schneller man das hat, desto besser. So, und dann waren da ja noch sowjetische Marken über. Ja, geht sonst einfach in die Türkei. Auch nur mal sicher, dass die auch wirklich nicht auf die Idee kommen, beizutreten. Bitte natürlich überlegen, wie es jetzt wäre, sich Griechenland in nächster Zeit zu kaufen. Nicht, dass wir da wirklich Einheiten in der Nähe hätten. Nur so, um hier so ein bisschen Ärger zu machen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Griechenland eigentlich hat, wenn sie spawnen, aber zwei, drei Kurs werden es ja wohl schon sein. Und um ein bisschen Ärger zu machen, reicht das schon. Ja, das heißt, hier unten kommt in nächster Zeit noch mehr, deutlich mehr Luftwaffe rein, zwei des US-AQ und ein bisschen Bodentruppen. Damit denke ich, dann können wir hier in die Offensive gehen. Hier müssen wir mal gucken, dass das Jahr alles irgendwie hält. Ich hoffe es mal sehr stark. Norwegen teilt sich jetzt in Süd- und Nordfront. Die Nordfront kriegt ihr Hauptquartier und dann marschieren die da lang. Und die hier versuchen weiter Oslo und die Umgebung zu sichern. Durch das, was die Achse alles vorbeischickt, wird Norwegen langsam auch eine wirklich richtige eigene Front. Klar, es sind vor allem Kurs und Garnison, aber wir haben auch schon ein Hauptquartier gesehen, ein paar Flieger. Wenn der Hafen von Oslo wieder funktioniert, vielleicht taucht noch eine Armee auf, um den Ort zu beschützen, wer weiß. Und hier oben können sie ja auch eigentlich ganz entspannt über die Eisenbahn Verstärkung schicken. Na, und der Großbereich Moskau runter bis Voronezh wird dann einfach gehalten. Und sobald alles aufklart, hoffe ich mal, dass wir dann endlich mal hier den größten Schlag setzen können mit einigen Panzern und mehr mechanisierten Verbänden, unseren Stoßarmeen. Na, Artillerie könnte mehr sein, müsste dann vielleicht auch mal mehr kaufen. Ja, aber immerhin, dann hoffe ich, dass wir hier irgendwie einen großen Durchbruch erzielen. Aber ansonsten können wir den Zug, denke ich, erstmal wieder beenden. Ah, Schweden noch ein bisschen, okay. U-Boot-Jagd 2, okay. Spionage und Aufklärung 3, sehr schön. Weiterentwickeltes Flugzeug 4, auch noch so eine wichtige Sache, um hier unten offensiv zu werden, damit auch die anderen mal wieder ein paar mehr Flieger verlieren.
Wird es mit schwerer Bomberfortschritt? Wer weiß, vielleicht kriegen wir noch Stufe 2 durch, bis das Ding fertig ist. So, punktetechnisch soweit alles wieder in Ordnung. Und dann an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dann.